Wir befinden uns auf dem naturwissenschaftlichen Campus der JLU im Gebäude der sogenannten Alten Chemie und wie man sieht, in der Korallen-Aquarien-Anlage des Instituts für Tierökologie und Biodiversitätsforschung. Unser besonderer Gegenstand ist ein Betonstein, den wir aus einer Kuchenform gegossen haben. Wir benutzen solche Steine, um Korallen darauf festzukleben für unsere Experimente. Für unsere Forschungsarbeiten stehen zurzeit etwa 50 Korallenbecken zur Verfügung. In denen führen wir Experimente durch zu unserem Hauptforschungsthema, dem Einfluss des Klimawandels auf Korallenriffe und die riffbildenden Organismen, nämlich Korallen. Hierbei im Fokus ist der Einfluss der Klimaerwärmung, also der Ozeanerwärmung und der Ozeanversauerung, weil dies die Hauptstressoren und Gefahren für Korallen darstellen. Zusätzlich interessiert uns auch der Einfluss des Mikroplastiks oder des steigenden Stresses durch Mikroplastik auf Korallenorganismen. Und besonders spannend finden wir in dem Zusammenhang natürlich auch, wie Mikroplastik mit Klimawandel interagiert und vielleicht eine größere Gefahr für Korallen darstellen könnte. Hier an der JLU sind wir eine der wenigen Gruppen mit einem ausschließlich marinen Fokus, also mit einem meereswissenschaftlichen Fokus. Jedoch haben wir durch das interdisziplinäre Forschungszentrum natürlich die Möglichkeit, auch innerhalb der JLU viel zu kooperieren mit Experten aus allen möglichen Fachrichtungen, was sehr spannende Möglichkeiten für uns bietet. Darüber hinaus kooperieren wir mit vielen Experten innerhalb von Deutschland, zum einen zum Beispiel in Bremen, in Kiel und in Konstanz. Und international haben wir ein großes Netzwerk an Kooperationspartnern. Wie zum Beispiel durch die Teilnahme an der Tara-Pazifik-Expedition, an der Forschende aus 9 Ländern beteiligt sind, und durch das DAAD-geförderte Exzellenzzentrum C-Marin, in dem wir an der JLU engen Austausch mit kolumbianischen Meeresforschenden haben.